Ja, verrückte Zeit heute. Mitten auf dem Land gibt es hier tatsächlich eine Möglichkeit, auf dem Aldi-Parkplatz nach dem Einkaufen sein Auto zu laden. Und wir haben jetzt hier, nachdem wir den Arteon Shooting Brake als Diesel bei Ihnen präsentiert haben, haben wir ihn jetzt als E-Hybrid. Weil Ihnen auch das Auto so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, okay, dann fragen wir doch noch mal nach einem E-Hybrid hier mit 218 PS Systemleistung. Leider war er jetzt komplett leer, deswegen musste man ihn jetzt erstmal laden an einer mobilen Ladesäule, die hier mitten hier in Nirvana gefühlt tatsächlich auf dem Parkplatz steht. Ja, was wir hier haben, ist ein sehr schönes Auto, wie ich finde, optisch. Wir haben jetzt auch eine moderne Technik darunter. Eine Kombination aus einem Vierzylinder 1,4 Liter TFSI Motor und einer E-Maschine, die direkt an den Motor angeflanscht ist. Und wir können hier jetzt aktuell laden mit 3,4 Kilowatt, also bis zu 3,6 gibt Volkswagen an. An ihrer eigenen Ladesäule haben wir jetzt 3,4 Kilowatt. Das ist natürlich nicht das wahnsinnig schnellste, was überhaupt geht, aber wir laden ja hier auch nur mit Wechselstrom und nicht mit Gleichstrom. Deswegen ist das auch ganz in Ordnung. Die Ladung läuft, die Dauer ist schon 11 Minuten. Das war die Zeit, wo ich gerade drin war, einkaufen war, das Wasser kaufen war. Die Batterie, die hier drunter liegt, gehen wir einfach mal ans Auto. Jetzt hier, die Batterie, die hier drunter liegt, die ist 13 Kilowattstunden groß. Das heißt, es hat gegenüber, im Prinzip ist es ja hier darunter ein Passat GTE, und es hat gegenüber dem Passat GTE der Vorgängergeneration natürlich einen leichten Batteriezuwachs gegeben. Ja, wir haben hier unten nochmal unter diesem zweiten Ladeboden, wenn man das mal angucken kann, haben wir hier die ganzen Kabel. Wir haben hier Haushaltssteckdose, wo man es hier mit diesem Gerät noch anschließen kann. Dann können wir ganz normal mit 230 Volt laden, aber natürlich auch an so einer Ladesäule hier mit maximal, wie gesagt, 3,6 Kilowatt. Wir haben hier einen leicht verkleinerten Kofferraum, der ist 110 Liter kleiner als der von einem normalen Arteon Shooting Brake. Denn natürlich darunter liegt die Batterie irgendwie und irgendwo muss sie ja auch hin. Ja, was heißt es eigentlich, dieses Laden hier mit Gleichstrom, Wechselstrom? Die meisten Elektroautos, rein elektrischen Autos, also heute eigentlich alle, laden oder können auch mit Gleichstrom laden. Das heißt, man kann höhere Ladeströme erwirken und erzielen. Wir können zum Beispiel, wenn wir bei Volkswagen bleiben, beim VW ID.3, bei dem neuen Elektroauto, bis zu 125 Kilowatt laden. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen, ganz andere Welten, aber deswegen ist das hier ein Hybrid und kein reines Elektroauto. Tja, und was diese mehr Kapazität in der Batterie bedeutet, zum einen ist es natürlich mehr reine elektrische Reichweite. Da sind wir jetzt hier bei einer Angabe von Volkswagen laut WLTP bei 59 Kilometern. Aber darauf kommt es natürlich nicht nur an, sondern es kommt natürlich auch darauf an, wie intelligent dieses Auto mit der Energie haushaltet in Kombination mit einem Ottomotor, den wir hier und darunter haben. Und das soll nochmal verschärft sein, nochmal intelligenter geworden sein, wenn man ein Ziel eingibt. Also das heißt, wenn man immer unterwegs ist und nie ein Ziel hat, dann weiß das Auto natürlich auch nicht, wo das Ziel ist und wie energieeffizient das Auto dann steuern kann. Seine Batterieladeströme, seinen Motor, seine Drehzahlen, wann es sagen muss, bitte Fuß vom Gas, wann es sagen kann, okay, jetzt ein bisschen beschleunigen, wann ein Kreisverkehr kommt und so weiter. Das kann es aber besser berücksichtigen, wenn es weiß, wo die Reise hingeht. Und das heißt, man gibt ein gewisses Ziel an und dann sollte es eigentlich so sein, dass man mit der Energie, die man jetzt hier lädt, am Zielort perfekt mit 0 auf 0 wieder ankommt und da die beste Energieeffizienz aufweisen kann. Und das, ob das so stimmt und das so wirklich auch funktioniert, das probieren wir jetzt aus. Gleich war natürlich ein ganz bisschen übertrieben, weil mir fiel ja gerade ein, wir müssen noch warten, bis das Auto ein bisschen einigermaßen geladen ist, damit wir ein bisschen Energie haben, sonst können wir das ja gar nicht durchführen. Bis wir das hier machen, das dauert sicherlich noch ein bisschen, wahrscheinlich bis es dunkel wird. Wir können uns mal kurz die Stecker hier anschauen. Wir haben hier den CCS-Stecker. Hätten wir ein Elektroauto hier stehen, dann könnte man das mit diesem Stecker hier laden. Sieht man hier an diesen zwei Verbindungen hier, dann würde es auch ein bisschen schneller gehen. Natürlich wahrscheinlich nicht bei so einem Auto mit 100 Kilowatt, aber zumindest ein bisschen höhere Ladeströme und dafür weniger Zeit.
Und wir haben natürlich auch noch, den ziehe ich jetzt nicht raus, aber wir haben natürlich noch den ganz normalen Typ 2 Stecker. Ich habe ja vorhin hier im Kofferraum schon mal ganz kurz hier das gezeigt, aber da hat man den Stecker nicht gesehen. Das ist der Unterschied. Der hat dann hier nur mit Wechselstrom. Den haben wir hier. Genau, so sieht der aus. Der hat dann nur diese einfache Oberfläche hier. Und damit kann man dann eben nur diese entweder 3,6 oder es gibt auch Fabrikate, die dann noch ein bisschen mehr Power hier mitbringen auf diesen Stecker. Was schön ist, und jetzt ist er gerade an, das finde ich ja sehr schön von den Lichtern hier. Wir haben eine neue Leuchtengrafik, ja gerade sieht man es auch. Ich habe den Schlüssel in der Hosentasche, wir können es nochmal aufmachen. Dann sieht man ein bisschen dieses Welcome-Szenario hier, das sieht wirklich schön aus, es ist echt schön gemacht, dieses leichte Blinken. Sagt man, okay, hallo, hier ist zu Hause. Hier haben wir noch ein E-Hybrid-Badge hier an der Seite, damit man auch sieht, okay, das ist ein Hybrid. Es ist ja im Prinzip eigentlich ein GTE. Aber beim Arteon will man ihn wohl nicht Arteon GTE nennen, obwohl es einen GTE-Modus im Interieur gibt. Das ist so ein bisschen ein leichter Widerspruch. Es heißt aber eigentlich, so wie ganz genau Tiguan zum Beispiel, immer E-Hybrid. Oder auch beim Touareg gibt es auch ein Touareg E-Hybrid und ein Touareg R. Beides sind die gleichen Autos, der Touareg R eben noch ein bisschen leistungsstärker. Also E-Hybrid. Was aber toll ist, man kann auf ein E-Hybrid auch ein Elegance oder ein Airline-Paket drauf machen. Das heißt, man sieht später dann gar nicht mehr, außer natürlich am Badge, aber den kann man ja auch entfernen, ob es überhaupt ein Hybrid ist. Das heißt, man kann eigentlich ein Airline nehmen mit schön offensiver Frontoptik und Heckoptik und eigentlich ein E-Hybrid drunter haben. Finde ich echt ganz charmant, denn dann hat man hier so gar keine Qual der Wahl, sondern kann eigentlich alles so konfigurieren, wie man es am liebsten hätte. Und zum Airline-Paket gehören natürlich eigentlich auch andere Felgen. Wir haben hier aber ganz spezifische Felgen noch drauf. Das sind 19 Zöller. Die sind dann hier beim Arteon, zumindest bei diesem Arteon, dabei. Wie die jetzt ganz genau im Produktportfolio hier sind, mit Aufpreis, Mehrpreis und so, das weiß ich im Moment nicht. Allgemein gilt es auch bei den Preisen. Da ist der Informationsgehalt für dieses Auto noch ein bisschen dünn. Das ist ja gerade ein ganz, ganz neu erschienenes Auto. Da sind die Preise noch nicht festgelegt. Ich schätze aber mal, so um die 60.000 Euro wird sich es bei diesem Auto hier schon drehen. Ja. So, während wir jetzt hier noch warten und die Dunkelheit über uns hereinbricht, werde ich noch ein bisschen das Auto von außen angucken. Wir sehen uns jetzt gleich wieder im Auto drin. So, da gestern die Ladesäule nicht mehr mitgemacht hat und es auch viel zu dunkel wurde, haben wir das Ganze abgebrochen und setzen es heute Morgen jetzt fort an derselben Stelle wie gestern und fahren jetzt mit dem Auto hier eine Strecke von ungefähr 100 Kilometern und schauen mal, was der Verbrauch jetzt mit diesem Fahrzeug macht. Wenn ich jetzt mal die Zündung einschalte, ich habe über Nacht geladen. Das kann man nämlich auch während der Fahrt machen, auch wenn das nicht wahnsinnig sinnvoll ist. Aber mir blieb nichts anderes übrig, weil ich dann in der Nacht keine Ladestation mehr zu Hause hatte. Und jetzt ist die Batterie, sieht man jetzt hier. Wenn ich auf den Mode-Schalter gehe, ist die Batterie hier tatsächlich dreiviertel voll. Das sieht man hier dann jetzt gleich. Wenn wir jetzt hier, so genau hier, dreiviertel voll. Man kann sie hier, wenn man auf Hybrid geht und dann auf Einstellungen auch entsprechend laden. Das heißt, ich kann meinen Wunschladestand hier angeben. Jetzt sieht man gleich, okay, der Motor springt an. Wenn ich jetzt die Batterie voll haben will, dann lädt die Batterie mit Hilfe des Motors. Das funktioniert ganz gut und auch ohne erheblichen, also wahnsinnig erheblichen Mehrverbrauch, so wie das früher war. Und deswegen tatsächlich war das eine ganz gute Möglichkeit. So, um jetzt die Effizienz des Hybridantriebs darzustellen, fahren wir eine rund 70 bis 80 Kilometer lange Strecke jetzt im Hybridmodus, denn natürlich muss man erst auf Hybridmodus schalten, damit auch diese optimale Effizienz von Motor, konventionell getriebenen Motor, also Benziner mit Elektroantrieb funktioniert, denn nur im E-Modus zu fahren, jetzt die ersten 48 Kilometer oder 42 Kilometer, die wir jetzt haben mit dieser Batterieladung und dann umzustellen automatisch auf den Benzinmotor, dann kann das System anhand der Kartendaten, Navigationsdaten nicht richtig funktionieren und fusionieren. Und deswegen in Hybridmodus schalten und ich setze gleich nochmal alle Verbräuche und alle Kilometerstände hier zurück. Und ich gebe hier jetzt mal noch schnell die Route ein, die wir hier brauchen. Genau hier die letzten Ziele.
Wir fahren jetzt als zweites an die Mobility-Station hier. Als Zwischenziel geben wir Braunschweig ein. Und jetzt haben wir eine, oder müssten wir eine, genau, 85 Kilometer lange Route haben. Das passt. Und ich setze hier noch in dem System alles zurück, die ganzen Fahrdaten. Dann haben wir hier den Trip, den setze ich mal, den setze ich mal zurück. Dann haben wir hier alles sauber, den Verbrauch setze ich, das ist der momentane Verbrauch, den brauchen wir nicht. Die ganze Übersicht, die setze ich mal zurück. Da sieht man jetzt die jetzigen Verbräuche und weil ich eben die Batterie geladen habe, ist der jetzige Verbrauch natürlich ein bisschen hoch und ich habe auch mal auf der Autobahn gestern Nacht Vollgas gegeben. Das heißt, wir haben auf diesen 52 Kilometern mit einer Stunde Fahrzeit 10 Liter Verbrauch. Der Verbrauch ist aber nicht repräsentativ für dieses Auto. So, jetzt werden wir, genau, jetzt ist alles zurückgesetzt. Ich werde mal diese Anzeige hier lassen und würde sagen, wir fahren mal los. Genau, ich schalte jetzt noch in den ganz normalen Hybridmodus gleich, wenn ich rein elektrisch hier ausgeparkt habe. Das funktioniert ja echt gut. So. Genau. Und man merkt gleich auf den ersten Metern, das Fahrgefühl ist natürlich ein sehr, sehr weiches, elegantes und man schwebt so. Ich mag dieses rein elektrische Fahren schon irgendwie, auch wenn ich kein richtiger Fan davon bin. Aber ich finde es schön, so fahren zu können. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das hier für einen Verbrauch bedeutet, weil wenn man hier konventionell fahren würde, dann hätten wir auf jeden Fall, schätze ich mal, einen Verbrauch von 6,5 Litern mit dem Auto, 6,5 bis 7 Litern. Das haben wir jetzt hoffentlich oder wahrscheinlich nicht, aber werden wir ja sehen. Genau. Wir haben hier die Assistenzsysteme, die haben wir schon gezeigt im letzten Video. Mache ich jetzt nicht nochmal, dafür die Verlinkung unten in der Box oder oben nochmal mit dem Arteon TDI, den wir gefahren haben. Da sind alle Assistenzsysteme erklärt, wie sie funktionieren und wie gut sie funktionieren. Und sie funktionieren auch echt gut. Das passt also. 400 Newtonmeter Drehmoment haben wir an der Vorderachse bei diesem Auto. Das ist gar nicht mal so wenig. Wenn es jetzt gerade bei diesen Verhältnissen jetzt hier sehr feucht und sehr kalt, dann hat er natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, immer das volle Drehmoment bei Beschleunigungen an der Ampel auf die Vorderachse zu bringen. Wir haben hier eine Beschleunigung unter optimalen Bedingungen von 7,8 Sekunden von 0 auf 100. Das ist nicht besonders sportwagentypisch, aber das ist auch nicht wenig. Das heißt, es geht ganz schön ordentlich voran. Natürlich wegen der Unterstützung der E-Maschine, die hier direkt am Motor an der Kurbelwelle angeflanscht ist. Und das macht natürlich auch diese Kraft von 400 Newtonmetern aus. Wir haben hier nochmal zurück in dieses System hier dieses Fahrprogramm Individual. Das haben wir schon beim Arteon TDI gezeigt. Wir können hier das DCC stufenlos einstellen und auch alle anderen Sachen hier sehr individuell einstellen. Deswegen ist mein Lieblingsmodus mittlerweile der Individualmodus, weil ich da hier alles einstellen kann, so wie ich es haben möchte. Und natürlich ganz wichtig, das habe ich vorhin schon gesagt, dass wir auf jeden Fall im Hybridmodus fahren und keine Einstellungen an der Batterie vornehmen. Sonst kann man die Batterie natürlich auch noch saven, also speichern, diesen Ladestand, wenn man weiß, okay, später brauche ich auf jeden Fall einen niedrigen Ladestand, sondern eine reine Batterie, elektrische Reichweite, weil man in eine beschränkte Zone zum Beispiel irgendwann mal reinfährt. Genau, allgemein das Fahrverhalten von diesem Auto. Man kann natürlich auch, und das werde ich auch tun, mal ein bisschen als Ausreißer, um den Verbrauch ein bisschen zu provozieren, in den GTE-Modus schalten. Hatte ich ja schon drüber gesprochen, dass das hier geht. Im Arteon E-Hybrid gibt es einen GTE-Modus. Könnte ich jetzt eigentlich auch gleich mal machen. Dann sieht man mal ein bisschen, hier kommt auch dann GTE elektrischer Boost. Dann kann man hier auch mal kurz beschleunigen. Und das geht ganz gut und das klingt auch ganz gut. Hat früher der GTE immer ein bisschen, der 1,4 Liter Motor, immer mit, jetzt mache ich ihn wieder aus und gehe wieder auf den
Hybridmodus, genau. Hat früher der 1,4 Liter Motor immer ein bisschen gedröhnt. Bei hohen Drehzahlen hat Volkswagen das eigentlich recht gut unter Kontrolle jetzt mittlerweile gekriegt, dass dieses Dröhnige vom Motor weg ist. Immer noch ein bisschen, weil klar, Hubraum, kleine Motoren, die haben in hohen Drehzahlen immer ein bisschen akustische Schwierigkeiten. Aber ich finde, durch die Verstärkung auch, durch die ein bisschen elektronische Verstärkung, klingt das Auto hier ganz ordentlich und auch die Beschleunigung, die Durchzugsbeschleunigung, die wir gerade gesehen haben, kann sich zumindest vom Gefühl jetzt hier, was ich jetzt hier erlebe, auch sehen lassen. Wir haben hier dank Airline-Paket, das ist ja das Schöne, auch im Interieur schön Airline und sitzen natürlich auch wieder auf den schönen Airline-Sitzen hier, die einen ganz gut haben, auch wenn man es nicht so sieht, aber auch in Kurven, selbst hier in der Stadt oder auf Autobahnen aus- oder Einfahrten, kann man sich hier echt locker lassen, den Oberkörper und sich rein aufs Fahren und Lenken konzentrieren und hat somit auch ein leicht sportliches Gefühl hier, das passt also auch ganz gut zusammen. Genau, Wischblinker haben wir natürlich auch bei dem Arteon hier mit IQ Light System vorne. Das haben wir beim Arteon TDI, den wir hatten, ja auch schon gesagt. Das passt auch alles. Wir haben ja auch eine intelligente Fernlichtsteuerung und all das dazu. Also auch nachts, musste ja gestern auch nachts fahren, ist dieses Auto wirklich sehr angenehm zu fahren. Auch mit der Ambientebeleuchtung hier drin beschert es einem auch ein sehr wohliges Interieur. So, wir haben jetzt den ersten Stand mit 2,2 Litern nach 5 Kilometern. Klar, überhaupt nicht repräsentativ, da wir auch gerade nur in der Stadt unterwegs sind, aber immerhin. So, das ist uns wieder erreicht. Ich habe einen kurzen Umweg machen müssen, oder wir haben einen kurzen Umweg machen müssen. Das heißt, wir haben das System ein bisschen durcheinander gebracht. Alltagsgetreu, finde ich. Das heißt, wir sind jetzt 50 Kilometer gefahren, bisschen abseits der Route, leicht abseits der Route, statt, glaube ich, 40 Kilometern oder 42 Kilometern und haben einen Durchschnittsverbrauch von 3,9 Litern. Und das auf der Autobahn, das mit Geschwindigkeits-GTE-Modus und bisschen Geschwindigkeitsbeschleunigen und so und mit einem kleinen Anteil Überland und mit einem mäßigen Anteil an Stadt. So, und jetzt geht's wieder zurück. Ebenfalls auf der Autobahn, aber auch ein bisschen Überland und auch ein bisschen Stadt noch. Und da bin ich gespannt. Wir haben jetzt noch 3 Striche in der Batterie. Das sehen wir hier. 3 Striche noch, genau, im Hybridmodus weiterhin. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich der Verbrauch hier nochmal konstantiert. Ich werde jetzt auch den Travel Assist dazu schalten. Ja, wie es halt immer so ist, auf so einer relativ langen Route und um die Mittagszeit ist dann halt auch mal Stau. Das heißt, beziehungsweise sehr, sehr starker Verkehr, das heißt, wir mussten jetzt eine andere Route wählen. Wir haben jetzt 39 Kilometer neu statt 30 Kilometer, also 9 Kilometer mehr, eine andere Route um Braunschweig rum. Das ist aber hoffentlich kein Problem für den Arteon jetzt hier. Nach wie vor, jetzt haben wir 2 Striche Batterie. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er damit umgeht. Immer noch 3,9 Liter Verbrauch, was schon richtig gut ist für einen über 1,7 Tonnen schweres Auto hier. Aber es geht ja noch weiter. Mal sehen, wie er das jetzt packt. Ich schalte jetzt mal den Travel Assist ein und lasse mich mal leiten, so wie er es anhand der Geschwindigkeitszeichen und so und vorausschauende Fahrweise machen möchte. Das ist jetzt alles an. Hier sieht man wieder die Lupe im Navigationssystem. So weit würden wir jetzt mit rein elektrischer Reichweite kommen, aber man sieht es hier am Drehzahlmesser und man hört es auch, der Motor ist an. Das heißt, er fährt jetzt nicht rein elektrisch, obwohl er es könnte, aber er weiß, er muss noch länger fahren. Das heißt, er macht es nicht. Er unterstützt dafür lieber die Benzinermaschine, den Ottomotor, als rein elektrisch zu fahren und später nur noch auf den Ottomotor angewiesen zu sein. Also lieber unterstützend jetzt, als später dann nur auf Ottomotor zurückgreifen zu müssen. Und das ist schon echt intelligent, was hier passiert in dieser Steuerung, in diesem Auto. Wenn man Hybrid-Fan ist,
dann ist das eigentlich gerade das beste System, was ich kenne. Genau, sehen wir einfach mal weiter. Er führt mich hier auch schön, wenn wir jetzt hier auf die Assistenzsysteme zurückkommen, ganz kurz. Er führt mich hier schön in der Mitte, lenkt sachte ein, brauche meine Hände nur am Lenkrad zu haben. Und er bremst mich jetzt stark runter, weil das vorausfahrende Fahrzeug sehr stark runtergebremst hat und hier die Autos reinfahren. Das heißt, ich muss die Spur mal wechseln. Da war er gerade ein bisschen verwirrt und ich glaube, da haben wir gerade ein bisschen Energie verhäckselt. Da haben wir gerade ein bisschen Energie rausgehauen. Aber gut, so ist es nun mal. Er ist auch tatsächlich selbstständig in den Rekuperationsmodus B gesprungen hier. Sieht man hier unten. Normalerweise gibt es ja auch D. Dann ist er relativ im Freilauf. Aber er ist in den B-Rekuperationsmodus gesprungen. Das heißt, er rekuperiert deutlich stärker, als er es im D-Modus macht. Also auch diese kleinen Feinheiten berücksichtigt dieses Auto alle. Und das ist schon eine richtig gute Sache. Allein nicht beim Überholen. Jetzt bremst er komplett runter. Ich weiß nicht warum. Ach so, weil 60 km/h ist. Ah ja, klar. Und jetzt bin ich im Travel Assist, will wieder rechts rüber. Jetzt würden mich die Leute rechts überholen. Das finde ich immer nicht gut an so einem Travel Assist. Wenn er dann komplett auf 60 runterbremst, wie keiner ja fahren würde, dann muss man immer manuell nachregulieren. Ich muss jetzt wieder auf 70 zum Beispiel springen. Und da haben wir jetzt auch gerade wieder Energie vernichtet. Das ist halt immer so, dieses zwischen Verkehrszeichen und Assistenzsystem und effizientes Fahren. Ich hätte es jetzt im manuellen Modus, wäre ich selber gefahren, anders gemacht. Ich hätte natürlich nicht so stark rekuperiert, sondern ich hätte ihn ausrollen lassen, weil es im Zweifel dann vielleicht doch besser ist, ihn ausrollen zu lassen, als dann hier so stark zu rekuperieren und vielleicht sogar noch die mechanischen Bremsen anzutasten. Aber gut, das ist halt immer so ein schmaler Grat, in dem man sich als Volkswagen-Ingenieur und ITler bewegen muss. Ich muss nicht unbedingt die 10 km natürlich springen. Ich kann dann auch, wenn ich das Schild sehe, kann ich auch mit der Taste Resume und Set, kann ich hier die einzelnen kmh-Schritte nochmal hochgehen. Das heißt, wenn er das Verkehrszeichen erkennt, 80 km/h oder 60 in dem Fall jetzt, muss ich halt schnell reagieren und dann auch gleich auf 65 km/h manuell hier über den Resume-Taster gehen. Das heißt, ich kann dann selber als Fahrer natürlich definieren, so wie es bei BMW auch ähnlich ist, dass ich nochmal plus 3, plus 4, plus 5 km/h das Risiko auf mich nehme. Aber das muss ich jedes Mal eben neu machen. Wenn er jetzt das 100er-Schild erkennt hier vorne, jetzt wird er es gleich erkennen hoffentlich, dann wird er auch Gas geben. Genau, 100 erkannt, also er gibt Gas und dann wird er hier auf 100 fahren. 100 ist unten angezeigt, dann kann ich jetzt hier auf, weil ich das nicht will, auf 107 km/h gehen. Und jetzt beschleunigt er weiter auf 107 km/h durch und ich muss nicht gleich einspringen auf 110 km/h. Das ist schon okay. Jetzt kommt ein neues 100er-Schild. Mal sehen, ob er das mir wieder löscht. Nee, macht er nicht. Er lässt dann, wenn ein weiteres 100er-Schild ist, lässt er die Geschwindigkeit dann so, dass es zumindest angenehm. Jetzt kommt ein digitales 80er-Schild. Jetzt machen wir mal digitale Schildererkennung hier. 80 hat er erkennen, das digitale Schild. Jetzt bremst er mich wieder runter. Jetzt kann ich wieder auf die 83 oder 84 km/h gehen. Schon in seinem Runterbremsen und jetzt bremst er mich trotzdem auf, ah ja, wegen des LKWs da vorne. Jetzt gehen wir auf die linke Spur wieder. So, und jetzt dauert es wieder, bis er beschleunigt hat, weil wir sind nicht im Sportmodus. Wären wir jetzt im Sportmodus, also im dynamischen Modus, dann würde er auch schneller wieder beschleunigen. Aber gut, jetzt sind wir 85 km/h, der LKW fährt auch 85 km/h und jetzt bin ich auf der linken Spur, ohne dass ich überhole. Das heißt, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen an den, nicht so schnell, 90 km/h gehe ich jetzt, genau, dann komme ich auch an dem LKW hier vorbei. Genau, jetzt ist ein 60er-Schild auf der rechten Spur, aber das müsste er erkennen. Ne, erkennt er gar nicht, weil der LKW da ist. Okay, sieht die Kamera nicht. Sehr gut. Ja gut, jetzt sind wir mittlerweile bei 4 Litern. Durch dieses bisschen runterbremsen und wieder Gas geben und so war das natürlich nicht die effizienteste Fahrweise, aber eine aus Volkswagen-Sicht natürlich sichere Fahrweise. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir machen das letzte Schild jetzt noch. Da ist nämlich ein 120er-Schild. Schauen wir mal, ob er das erkennt. Und wenn er das erkennt, ja klar, erkennt er das natürlich. Er ist ja gut. Und er beschleunigt jetzt auf 120. Ich gebe wieder ein paar km/h drauf. Das ist wie im Handeln. Und jetzt fahren wir schön mit 125
noch die restlichen 29 Kilometer zu unserem absoluten Endziel. Nach der Baustelle, nach der langen Baustelle, die eigentlich ja wie Überland zählt, bringen wir Ihnen das noch ein bisschen mehr durcheinander. Das ist jetzt wirklich gemein. Es läuft jetzt in die Kalkulation des Verbrauchs halt mit ein. Aber ich habe jetzt richtig Lust, auf den GTE-Mode zu schalten und auch mal richtig durchzuladen hier. Ich mache mal den Travel Assist aus und ich weiß nicht, ob wir die 222 km/h natürlich erreichen. Muss ja auch nicht sein, aber wenigstens mal ein bisschen Gas geben hier. Und das hört sich echt gut an, das habe ich vorhin ja schon gesagt, das hört sich deutlich besser an als das Dröhnige von den GTE-Modellen vorher, Golf GTE, Passat GTE vorher. Es ist deutlich ruhiger, deutlich satter der Klang. Er ist natürlich auch elektronisch ein bisschen unterstützt, gar keine Frage. Aber ja, geht schon, 180 ist relativ schnell erreicht und es sollte jetzt auch reichen für den kleinen Abstecher. Das heißt, ich gehe wieder in den Hybridmodus. Das hat jetzt natürlich viel Energie gekostet. Der Verbrauch ist auf 4,6 Liter angestiegen. Ich bin jetzt aber nicht mehr im Travel Assist, weil der mir zu akkurat gerade fuhr. Also wir wollen ja auch alles drin haben. Das heißt, ich übernehme jetzt wieder manuell. Und wir haben jetzt noch 12 Kilometer vor uns mit einer Reichweite hier oder mit zwei Balken in der Batterie. Das entspricht ungefähr einer Reichweite, das kann man ja hier auf Fahrzeug sehen, von 6 Kilometern. Also rein elektrisch wird es nicht mehr gehen. Aber bei 120 könnte er ja, 126 könnte er ja in den rein elektrischen Modus schalten. Unter 130 geht's. Macht er aber nicht. Wir sind nach wie vor auf Drehzahl. Und ich bin mal echt gespannt, was jetzt am Ende für ein Verbrauch rauskommt. Weil die restliche Strecke, die ist ja dann tatsächlich noch in der Stadt. Und da dürfte der Verbrauch dann wieder ein bisschen runterkommen. Aber man kann jetzt schon sagen, mit den ganzen Spielereien, die wir ja gemacht haben, immer runterbremsen, dann jetzt mal Gas geben und auch mal schneller fahren, ist das echt gut. Und vor allem Umweg fahren, irgendwo die Route ein bisschen nicht ernst genommen, nochmal deutlich Kilometer drauf, haben wir jetzt einen Verbrauch von 4,6 und das ist für so ein Auto mit dieser Fahrweise, finde ich, echt eine gute Nummer. Aber sehen wir mal, was jetzt am Schluss an unserem Endziel dann rauskommt. So, jetzt sind wir am Ziel. Wir haben noch 800 Meter vor uns. Man sieht es auch, die Lupe auf der Kartendarstellung. Die zeigt immer noch eine Restreichweite an. Wir haben immer noch zwei Striche in der Batterie. Wir haben hier immer, steht das ja so im Fahrzeug, 6 Kilometer haben wir immer noch. Das heißt, er war sehr, sehr sparsam. Das ist ganz gut, weil man braucht ja für den GTE-Modus noch ein bisschen Energie. Man braucht vielleicht, wenn jetzt so wie hier, man sieht es ja gerade, die Ladestation voll ist, man nicht laden kann, drei Autos stehen da, braucht man vielleicht jetzt noch ein bisschen Energie, um zur nächsten Ladestation ordentlich zu kommen. Und das kalkuliert er schon ein. Aber interessant ist jetzt mit den ganzen Spielereien am Verbrauch hat sich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel getan. Wir haben jetzt 4,5 Liter. Ja, und jetzt wird tatsächlich auch gerade die Ladestation frei. Aber genau, 4,5 Liter für eine Fahrtstrecke von fast 90 Kilometern, also 89 Kilometern und 4,8 Kilowattstunden Verbrauch im Durchschnitt. Das kann sich alles schon sehen lassen. Und man sieht hier, das Auto ist nicht nur schön, sondern da steckt auch eine Menge Technologie darunter. Das Auto macht auch Spaß, es fährt knackig. Wenn auch, natürlich ist es kein Arteon R, aber mit diesem, was wir gerade gezeigt haben, mit den Assistenzsystemen, mit der aktiven Navigationsdarstellung an, also Routenführung, aktiven Routenführung an im Hybridmodus, kann das Auto schon ein richtiges Effizienzpotenzial leisten. Und vor allem, wenn man dann sich noch zügelt auf den Strecken, die man eben fährt, nicht so wie wir gerade, sondern wirklich sich zurücknimmt, Trail Assist anlässt, dann kann man hier auch noch deutlich unter 4 Litern kommen, glaube ich. Hatten wir ja auch schon am Anfang, bis die ganzen Spielereien dann von mir ja anfingen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war etwas Interessantes hier, was wir Ihnen hier zeigen konnten.
Vergessen Sie nicht zu kommentieren, wenn wir irgendwas vergessen haben oder wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn es Ihnen noch nicht gefallen hat. Daumen hoch, wäre schön und ein Abo wäre ebenfalls schön, sodass wir uns beim nächsten interessanten Review auch nochmal sehen können.